Kannst du mir mal bitte ein Lied singen? Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Omegle. Lasst doch einfach jetzt mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal jetzt Sprüche in die Kommentare, die ich in der nächsten Omegle-Folge zu den Leuten auf Omegle sagen muss. Schreibt ganz viele Sprüche in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und ihr seid die Coolsten der Coolsten. Hallo. Ja. Du bist glücklich, ne? Ja. Ja, der war einfach glücklich, mich zu sehen. Da kann man sich auch mal freuen. Alles klar. Ich bin vor einer Sekunde auf diese Plattform gegangen und schon sehe ich eine Dame. Ist egal. Ist egal. Person. Hallo, hallo. Hallo. You have beautiful lips. Nein. Unangenehm. Mann, warum? Leute, ich kann das nicht. Ich kann nicht so schöne Sachen zu Frauen sagen, wenn ich es gar nicht so meine. Und außerdem, Lips. Heißt Lips Lippen? Ich hoffe, ey. Ich bin doch Englisch-Experte. Mann, das ist immer so unangenehm. Oh, ich verkack's jedes Mal. Ich möchte doch einfach nur eine Freundin hier finden. Hi. Hallo. Nein. Nein, 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 warte, bist du nicht ein YouTuber? Warte. Warum denkt das jeder? Nein! Das ist das echt! Warum denkt das denn jeder? Ich bin kein YouTuber. Sprich sie nach. Hallo? Ja. Hallo. Das ist Ciao! Hallo? Filmt ihr mit einem Toaster oder mit einem Taschenrechner? Was habt ihr da als Kamera? Einen Toaster oder einen Taschenrechner? Beides. Alles klar. Ich wollte Taschenmuschi irgendwie sagen. Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie Taschenmuschi im Kopf. Ey, ich kenne dich. Ey, bist du nicht dieser YouTuber, wo der mit Handy so Videos macht? Hallo? Bist du fake? Okay, ja. Es tut mir leid, Bruder. Ja, ich bin's. Aber es macht so Spaß, einfach einen auf Fake zu machen. Es tut mir leid. Liebe geht raus an dich. Ich bin's gewesen, aber ich wollte dich ein bisschen ärgern. Hat ja geklappt. Mo? Lustig. Mann! Ey, ohne Witz. Das ist so anstrengend, einfach so zu tun, als wäre man fake. Mo, hier hast du meine Donation. Wenn ich jetzt die 20 Euro in der Hand hätte, dann würde jeder denken, ich bin ein Magier. Ich habe eine. Pass auf, warte kurz. Ich habe eine Quizfrage an dich, ja? Okay. Wenn du diese Quizfrage löst, dann bist du heute der schlauste Mensch auf Omegle, ja? Wie viele. Doch eine Schätzfrage? Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Ja, es sind leider 336. Damit bist du leider nicht der schlauste Mensch in Mikles. Aber du bist trotzdem toll. Danke. Hallo, Einhorn. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Wie alt bist du? 15. Hast du nur das eine Einhorn oder hast du mehr Einhörner? Oh. Bist du ein kleiner Einhorn-Fan? Okay, es wird ganz komisch. Das war schon wieder. Manchmal bin ich dann in meiner Welt gefangen. So, ich muss mich mal ausziehen, weil mir ist echt warm. Jetzt wird's heiß. Guten Tag. Hallo. Darf ich euch eine Quizfrage stellen? Ja. Also würdet ihr behaupten, ihr seid schlau? Was so Nein. Erdkunde angeht? Vielleicht ein bisschen. Also fangen wir mal an mit der Hauptstadt von Österreich. Richtig. Jetzt kommt die Hauptstadt von Deutschland. Berlin. Was hat sie gesagt? Ja, Berlin. Okay.
Jetzt kommt die schwierigste Hauptstadt von der Niederlande. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wäre Amsterdam gewesen. Aber ihr könnt euch anmelden bei meiner Nachhilfestunde. Ab morgen gebe ich Nachhilfe in Erdkunde. Meldet euch an. Kostet auch nur... was laber ich? Hallo, ich wollte einfach mal fragen, ob du Lust hast, dich zu boxen. Kannst du mir mal bitte ein Lied singen? Ja, soll ich? Mach, was du willst, Kollege. Ja, du hast ja gefragt, ob ich dir ein Lied singen kann. Aber was denn für eins? Egal, was auf dem Kopf. Auf dem Kopf kannst du... es gibt Leute, die singen gerne auf dem Kopf. Von Herzen rauskommt. Auf dem Kopf singen. Also, ich muss mich auf meinen Kopf stellen. Nein, du... Ah, es gibt Sänger. So einfach spontan, meinst du? Ja, spontan, auf dem Kopf singen. Auf dem Kopf, okay. Also, ich muss mich nicht umdrehen und auf den Kopf stellen. Nein, okay. Das meint das nicht. Okay. Halleluja, Halleluja. Oh, ich kann weiter, kann ich den Text nicht. Aber... Du bist bei mir hängen geblieben, deine Kamera. Scheiße, aber auch. Dann müssen wir uns jetzt alle mal eine Runde auf den Kopf stellen. Wie geht's? Morgen wieder arbeiten. Morgen wieder arbeiten? Du auch? Nee. Ich hab frei. Schule? Nee, ich hab frei. Ich hab Urlaub. Also ich arbeite. Kennen Sie Google? Ja, wer kennt das nicht? Ja, manche kennen das nicht. Ich arbeite bei Google, aber ich habe Urlaub. Was machst du bei Google? Ich programmiere Webseiten. Super. Ja, ich verdiene ganz viel Geld. Wie verdienst du? Ja, so 6.000 netto. Ach, also lebst du nicht, du lebst gar nicht so reich. Nö. Ich bin bescheiden geblieben. Scheiße, ich kann doch nicht, was laber ich für eine Scheiße? Mann, immer ärgere ich die Menschen. Wo? Google-Mitarbeiter, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, gib's doch einfach bei Google ein, du Spast. Hoi. Du hast schon einen Trick gesehen. Ja. Oh, du hast schon einen Trick gesehen, endlich mal einer. Klar, aber kannst du ein bisschen mehr versuchen... Hochdeutsch zu reden. Ja, das wäre super. Genau. Bevor ich einen Trick starte, habe ich eine Frage. Ja. Was bin ich von Nationalität? Schweizer. Und? Südkoreaner. Oh mein Gott! Richtig? Du bist der Erste, der das richtig erratet. Ja, ich bin einfach... Maschallah, Bruder! Okay, jetzt hau deinen Trick raus, los! Okay! Mach nochmal, hä? Mach nochmal. Okay, mach nochmal. Okay, check ich nicht. Nächster Trick. Okay. Gruselig. Sag irgendwann Stopp. Ja, okay. Stopp. Merkt ihr diese Karte? Ein bisschen höher. Ja. Hast du sie gemerkt? Ja. Gut. Mein Ziel ist, deine Karte wieder zu finden. Ja. Wenn ich einmal schnipse, kommt deine Karte nach oben. Jetzt musst du ja sagen. Nee, ist sie nicht. Du bist ganz sicher gesichert, dass das nicht deine Karte war. Ja. Hä? Du bist so kleiner. Also, ich nehme die Karte. Ja. Ich tue sie in die Mitte vom Kartendeck rein. Ja. Wenn ich einmal schnipse, was passiert? Deine Karte kommt nach oben. Natürlich. Ganz normal. Ja. Aber ich will dir noch einen Trick zeigen. Und zwar, ich war mal einkaufen, also ich kaufe immer so Decks im Internet. Ja. Und habe auf Versehen einen weißen Kartendeck. Okay. Komplett weiß, also du siehst, komplett weiß. Und deswegen habe ich gedacht, ich bin ja mager. Ein Chines, wo mager ist. Und deswegen habe ich gedacht, so, ja, das gefällt mir nicht so. Mach es einfach mal kurz wieder farbig, ganz einfach. Okay, das ist cool. Wie ein normales Kartendeck. Krass. Okay. Aber ich trage auch gerne Ringe. Ja. Deswegen habe ich gedacht, so, ja, ganz einfach. Okay, du bist heftig. Machst du irgendwie YouTube oder so? Ich hab Instagram. Zeigst du da deine Zaubertricks?
Ich schicke sie persönlich. Also Leute, ihr könnt gerne mal bei dem jungen Herrn vorbeischauen und dann Follow da lassen. Also jetzt muss ich erstmal sagen, das war mal Entertainment. Das war Unterhaltung. Da müsst ihr jetzt den Daumen für den Boy rauslassen. Schon allein, weil ich herausgefunden habe, dass er Südkoreaner ist. Ich bin einfach cool. Servus. Hallo, ich bin von der Videochat-Polizei. Ich müsste dann mal einmal von dir wissen, wie viele Leute sich einen runtergeholt haben heute. Bisher vielleicht nur zwei getroffen, Mo. Also, ich weiß noch nicht. Okay, also mit Mo kann ich irgendwie nichts anfangen. Ja, ja, ist okay. Aber ja, okay, da scheiße, dass du mich kennst, dann kann ich jetzt leider nicht weiter. Nee, ist okay, aber ich würde dir einfach nur ein Lied vorspielen, weißt du, das mache ich hier, verdammt. Dann spiel es doch vor! Mann, ich raste gleich aus. Muss ich heulen oder muss ich nicht heulen? Weiß ich nicht, willst du heulen? Nee. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja, aber ich hoffe, es geht nicht allzu lang, ja? Also ich habe noch 5 Minuten Zeit und ich muss noch so viele Leute wie möglich... Ja, okay. Okay, fang einfach an. Ich fange einfach an, aber ja. Du wirst trotzdem heulen, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Okay. Heul dich halt. Na, Dennis, gut? Ja. Ja? Ich bin gespannt. Stell dich vor meiner Mitte, leg dich in jede Figur, werf dich in jeden meiner Schritte. Ich tanz für dich, Mo. Ja. Ich tanz für dich, wohin du willst. Nach Holland. Wie soll ein Mensch das ertragen? Ohne es sei mein zu wagen, dir in die Augen zu sehen. Ich hoffe, ich habe irgendwie dein Herz berührt. Wenigstens, weißt du, ich habe ja. Heute ist irgendwie ein guter Tag, weil heute, du bist schon der Zweite mit Talent. Ja? Wenigstens mal Leute, die hier nicht sich einwichsen oder irgendwas anderes machen. Finde ich gut. Ja. Also Leute, ihr könnt gerne bei dem jungen Herrn mal vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen und schreibt einfach mal unter das letzte Video einfach. Grüße von Mo. Grüße von Mo. Genau. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch, mein Bester. Hau rein. Peace.